Hyragami, erinnere mich nicht daran, als mein Baby-Plesiosaurus auf einmal hops gegangen ist. Das war so ärgerlich. Wen hat ein Aero gepackt, Sakurio? Habt ihr euch einfach fallen lassen, um zu gucken, wer es überlebt? Nein, okay. Was habt ihr dann gemacht? Ach, komm schon. Mach schneller. Nacho ist das weg. Ach so. Ja, wir denken alle noch an Dieter. Ich weiß nicht mal, ob es ein Female oder ein Male war. Kaum geboren, schon im Untergrund verschwunden. Spenden habe ich im Moment eigentlich so nichts gemacht. Da habe ich noch nichts. Oh, es wird. Das weg, das noch. Wenn es nachher an den Narco-Barriers scheitert, ne, dann kriege ich echt einen Anfall. Hey Ronny Maus! Ich weiß nicht, warum die sonst Deutschländer heißen. Ich brauche keinen Fall, aber ich brauche Narco-Berries. Ganz, ganz dringend. An den anderen Bären scheitert's nicht. Das und die. Mal die wieder nach vorne, bitte. Ich brauche Narco-Berries. Yurakami, was kommst du jetzt alles mit Fragen an? Nein, ich will keine Steine. Ich möchte Beeren. Danke. Narco-Berries wären schön. Narco-Berries? Ja, also irgendwie... ihr müsst mir jetzt gleich mal sagen, ob das gleich zu dunkel ist für euch, dann stelle ich Gamma hoch. Weil irgendwie ist mein Vorschaubild immer noch am Spacken, warum auch immer. Deswegen sehe ich gerade jetzt nicht, wie ihr das Bild seht. Nee, Survival of the Fittest habe ich noch nie gespielt. Ist zu dunkel. Mal. So, ich hoffe, es ist jetzt besser. Na, eigentlich, er ist ja nah dran. Lange sollte es nicht mehr dauern. Über die Hälfte haben wir schon.
mein Gott. Echt? Dann soll ich in meine reinhauen? Großartig. Wir haben es gleich, Sabi. Es tut mir leid, dass wir überziehen. Bam Bam ist schuld. Das ist alles Bam Bams Schuld. Sie hat ja echt heute viel von Valhalla gesehen. Naja, ist ja immer erst der Anfang. Da kann man eh noch nicht so viel erkunden. Aber Bam Bam, es wird. Ich habe nur eine Narco-Berry gefunden. Wollt ihr mich vereimern? Ja, ist auch wieder aber verursacht Torpor. Ja, wie gesagt, also bei den Anfangsviechern ist eigentlich das, die Bonuslevel. Ja. Schöner Zusatz, aber. Es wird, also wenn du mich auf Twitter hast, dann kriegst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn der Stream angeschaltet wird. Da geht eigentlich immer was raus, automatisch von Hitbox. Und ansonsten versuche ich eigentlich auch immer ein Ankündigungsvideo auf YouTube zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das immer mache, weil es ist manchmal ein bisschen nervig. Aber dadurch, dass wir hier auch nicht so viel auf Twitch haben, habe ich da auf YouTube die größere Reichweite. Also im Normalfall Twitch und YouTube. Ja, dann den YouTube-Ankündigungsvideo. Wie gesagt, im Normalfall will ich da eigentlich dann auch immer was hochladen. Wie gesagt, für diejenigen, die keine diversen Plattformen haben. Nee, morgen Mittag werde ich nicht streamen. Oh, er ist bald fertig. Ja, Sakurio, du musst ständig bei mir gucken. Dann kann auch schon mal sowas Spontanes kommen. Ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal streame. Wie gesagt, im Normalfall mache ich das immer ziemlich spontan. Aber es könnte sein, dass ich Anfang Februar auch wieder was mache. Narco-Berries, hallo? Das ist sehr löblich, Sakurio. Oh mein Gott, eine Narco-Berry. Zwei Narco-Berries, ich glaub's gar nicht. Nur weil Bam Bam vorher so lange gebraucht hat, bevor er K.O. geht. Das ist unglaublich. Mach! Mach einfach. Wie hier alles vernachlässige, nur damit der sein Fressen kriegt. Beziehungsweise die Bären sind ja nicht das Problem. Die Narco-Berries sind das Problem. Wir sind gerade echt arm dran hier, weil ich noch keinen Trike habe. Ich beeile mich. Sag das Bam Bam. Der ist hier so lahmarschig. Ich will doch keinen Fiber. Ich möchte Narco-Berries. Nein, der wird Jura heißen. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Aber auch ein netter Name für ein Tutti-Curious. Ach, kein Stein. Angeblich soll er auch Thatch sammeln können, aber nie wirklich so richtig
mit ihm ausprobiert. Eigentlich benutze ich ihn auch nur für Stein. 7. August, ist ja noch ein kleines bisschen hin. Oh, dafür habe ich jetzt aber deutlich Fiber. Dann kann ich das nächste Mal gut bauen. Es dauert nicht mehr lang. Gleich haben wir ihn. Aber Narcoberries sind hier echt rar. Ich brauche... Ja, für den Anfang passt auch schon ein Parasaur, aber ich sollte mir auch einen Trike holen. Bam Bam ist ja auch echt ein cooler Name. Oh, ich sollte dir vielleicht mal ein paar Beeren geben. Der frisst meine ganzen Narcoberries auf. Ich kriege auch keine mehr. Das ist echt zum Heulen. Komm schon, Kumpel. Noch schelle ich dem keine. Noch habe ich Narcoberries. Auch wenn ich gerade irgendwie keine kriege. Ist echt unglaublich. Echt, 7. August ist schlimm. Man kann sich eigentlich doch noch freuen. Im Sommer kann man ja zumindest was machen. Ich habe im Winter, da kann man nicht so viel machen. Habe ich überhaupt jetzt eine einzige Narcoberry bekommen? Nee, das ist ja wohl. Es fehlt aber nicht mehr viel. Trotzdem würde ich gerne noch irgendwie die ein oder andere Narcoberry haben. Ach so, es fahren dann alle dann immer in den Urlaub, ne? Ah, ist natürlich dann schon blöd. Ich habe eine Narcoberry. Zwei! Oh mein Gott, der Himmel sei gesegnet. Ja, das ist natürlich dann blöd, Sabi. Das glaube ich dir. Ja. Wieso, Sakurio? Hast du an Silvester oder Heiligabend? Epischer Arklag nochmal zum Abschluss. Warum auch nicht? Ich kenne mich damit sowas leider sowieso nicht aus, Nachtmensch. Gleich ist es soweit, gleich haben wir ihn. Gott, nee. Oh Gott, die YouTube-Folge hat jetzt schon 42 Minuten. Weil ich nicht dachte, dass es so lange dauert. Vielleicht muss ich die irgendwie cutten. Muss ich mal gucken. Ja, er ist sofort soweit. Dieser Stress. Alles wegen Bam Bam. Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas community-technisch machen kann. Ja, wie gesagt, vielleicht splitte ich die Folge. Ich muss mal gucken. Vielleicht lade ich die auch ganz hoch. Mal schauen. Yay! Wir haben ihn. Hoppala. Jura Kami. Richtig? Ja, richtig. Okay. Wir haben ihn. Dein Geburtstagsgeschenk, Jurakami. Mit ganz viel Liebe von mir. Jetzt muss ich dich nur noch gerade befreien. Gut. Dann... Entschuldige. Dann machen wir hier einen Cut für heute. Ja, du kannst jetzt endlich schlafen, Sabi. Das kannst du.
Wir machen hier für heute Schluss. Wir haben sozusagen unser Ziel erreicht. Wir haben Bam Bam. Ich hoffe, euch hat das gefallen und es freut mich auch sehr, dass so viele von euch da waren, obwohl der Stream ja sehr spontan war. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Noch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream wieder, wann auch immer der sein wird. Aber wird auf jeden Fall was kommen. Okay. Warte, Sabi, dann wegen dem. So. Okay. Also dann, gute Nacht an alle und bis hoffentlich zum nächsten Mal.